Sonja 11 Jahre und Malik 13 Jahre behaupten, wir schaffen in 60 Sekunden mehr Langkenau-Pirouetten als die beiden Let's Dance-Stars Ekaterina Leonova und Joachim Lambi. Die Langkenau-Pirouette ist die schwierigste Figur im Formationstanz. Das Paar, das mehr davon schafft, gewinnt das Duell. Beide Daumen sind gedrückt. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Sonja und Malik. Das Pirouettenduell. Let's dance. Gut. Sieht gut, können Sie noch 30 Sekunden. Es ist Sport, das heißt nicht umsonst Tanzsport. Noch 10. Die letzten 5. Einer ging noch. Zeit ist um. Ist jetzt ein bisschen schwindelig. Ja. Also es geht auch an dir nicht ganz vorüber. Es waren 44 Pirouetten, die wir gezählt haben. Ja, das ist die Zahl, die Joachim Lambi und Ekaterina jetzt mindestens erreichen müssen. Aber wir schauen jetzt, wie es da aussieht. Seid ihr bereit? Bereit? Ekaterina Leonova und Joachim Lambi. Das Pirouettenduell. Let's dance. Noch 30 Sekunden. Noch 15. Und die Zeit ist um. Komm mit rüber. Die Kinder hatten 44. So, dann gucken wir doch mal aufs Endergebnis. Ich kann nur so viel vorwegnehmen. Es war sehr, sehr spannend. Sonja und Malik 44. Und Ekaterina und Joachim 42. Und damit gewinnen Sonja und Malik das Pirouettenduell, unser erstes Duell heute Abend. Liebe Sonja, euer großes Ziel ist ja die Teilnahme an der WM 2025. Und damit du, liebe Sonja, auch zu Hause trainieren kannst, bekommst du von uns etwas, was du dir, glaube ich, auch wünschst. Deine eigene Ballettstange. Dankeschön. Ja? Guck mal, das jetzt nur sozusagen stellvertretend. Sehr cool. Bitteschön. Und Malik, von dir wissen wir, dass du nicht nur Tanzsport begeistert bist, sondern auch ein großer Fußballfan bist. Und du bist Fan von welchem Verein? Vom BVB. Sag nichts Falsches. Ah, genau, sehr gut. Und du bekommst von uns nicht nur das, das ist sozusagen stellvertretend, weil du bekommst von uns Tickets für ein Heimspiel von Borussia Dortmund. Wow. Ja, zusammen mit deiner Familie geht's nach Dortmund ins Stadion. Okay, und auch da wünschen wir dir ganz viel Spaß. Viel Erfolg euch beiden. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.